Servus Leute, zurück zu Let's Play Legend of Keepers. Es ist ein neues DLC rausgekommen. The Return of the Goddess. Und ja, das schauen wir uns heute an. Ich habe schon mal gestartet. Prinzipiell, wir sind im Spielstand, wo wir aufgehört haben. Nämlich in dem, wo ich schon mit den anderen es alles geschafft hatte. Und jetzt kommt eine ägyptische Göttin. Sie wurde heraufbeschworen. Schaut euch das Trailer von dem DLC an. Da sieht man ein bisschen was über die Story von ihr. Prinzipiell, sie ist eine alte ägyptische Göttin, die von irgendeinem komischen Typen anbeschworen wurde. Und dann kam sozusagen die Firma des Bösen und hat sie rekrutiert. Sie ist ziemlich müde. Turris. 3956 Jahre alt, ein Flusspferd. Turris ist aus ihrem viele tausend Jahre währenden verzauberten Schlaf erwacht. Vor langer Zeit wurde sie als eine Göttin der Fruchtbarkeit verehrt. Babywickeln und Einbalsamieren sind gar nicht so verschieden. Und der Platz des Gottes der Begräbnisse war schon besetzt. Es war eine gute Zeit, doch jetzt haben die Menschen ihre Existenz vergessen. Unfassbar. Und so plant Turris mit ihrem Wissen über Wickeltechniken ein weiteres Mal einen tyrannischen Kult zu ihren Ehren. Zu erschaffen? Okay. Wahrscheinlich. Eis und Luft hat sie kein Problem mit. Feuer und Natur sind lästiger. Rüstungsnummer, Regeneration, Leben. Sie hat viel Leben tatsächlich. Okay. Talente. Was gibt es hier feine Sachen? Wenn ein Held flieht, 10 bis 20 oder 20 Gold. Oh, das ist nicht schlecht, finde ich. Besonders, ich habe nämlich schon mal angeschaut und die Truppen, zumindest in diesem ersten Versuch, ich schaue gerade, Dämonen gibt es hier. Aber es gibt neue Dämonen. Es gibt Mumienkolosse zum Beispiel. Und Mumiendiener. Und Mumien bzw. Mumienwesen sind anscheinend starke Moralbrecher. Also Mumiendiener gefällt mir Bereich. Einfach stupide Moralverzehrung. Auch das minus 40 Moral hinten. Also wenn da jemand anfällig ist gegen Moralattacken. Ich liebe ja die Taktiken, die auf Moral gehen eigentlich. Hier haben wir auch Moral. Ja. Oder gegen die niedrigste Resistenz. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Hier gibt es was Neues. Heimgesuchte Kanopee. Mhm. Auch wieder Moral. Auf den vorne. Und Binden. Binden ist was Neues. Binden gibt es jetzt erst seit neuestem. Binden. Moment, Moment. Ich merke gerade, die Musik finde ich ein bisschen zu laut. Moment, das machen wir anders. Einen Augenblick, bitte. So. Genau, Binden ist eine interessante, auf jeden Fall neue Fähigkeit. So. Ja, jetzt ist es... immer zu leise oder zu laut. Nee, das passt schon so. So, also. Was können wir anpassen? Wir können auf jeden Fall... Ja, gut. Da kann ich auf jeden Fall wieder meine Anpassung machen. Also, Binden. Was macht Binden? Binden. Wo steht mal Binden? Was macht denn Binden? Binden 1. Achso, steht da unten drunter. Verursacht 2% des maximalen Moralverlusts bei jedem Helden, der einen tödlichen Schlag landet. Also, die binden einen Gegner, wenn er sehr viel gebunden ist und wenn sie dann die Mumie killen, dann muss er aus seinen Binden wieder raus, aber da verliert er viel Moral. Auch wieder gegen die Moral. So. Und wenn jetzt alles auf Moral geht, dann ist so eine Fähigkeit, wenn ein Held flieht, kriegt man extra Gold, ziemlich nützlich. Das könnte bis zu 60 Gold pro Kampf bedeuten. Und das ist ziemlich gut am Anfang besonders. Helden, die einen Sarkophag zerstören, verlieren 10 bis 20 Moral. Helden verlieren maximale Moral, wenn sie beim Meister landen. Leben des Meisters erhöhen. Lebenszepter, weiß ich noch nicht, was das ist. Mumie und der Meister beginnen Kämpfe zu Mumien und der Meister. Okay, das ist ein absolutes Mumien-Theme.
Kraft von Moon Meisterkraft wird für jedes Stapel Binden, von dem sie profitieren, um 3 erhöht. Und Einzelangriffe. Wenn die Moral niedrig ist, machen sie mehr Damage. Gainen macht mehr Damage. Angriffe hauen uns den Moralversuch. Oh. Das ist gut. Das ist richtig gut. Eine relativ hohe Chance zum Demoralisieren. Furcht vor der Mumien verursacht außerdem demoralisiert. Begraben. Das sind wieder so Begrifflichkeiten. Ich weiß halt nicht, was dahinter steckt. Noch. Auch nicht schlecht. Natur- und Luftschadenangriffe machen extra Schaden. Sonnenfinsternis. Blutkosten für Monster. Auch nicht schlecht. Kurtes Segen verursacht außerdem Panzer 2. Das ist auch wieder ein Begriff. Aber ich glaube, ich nehme erstmal Geld. Gold. Baby Gold. Das will ich haben. Hier passt alles. Was kriegen wir hier? Anubis 11. Oder Elive. Anubis 11. Genau. Ist eine gute Sache. Dann passen wir mal an. Was hatte ich immer gemacht? Ich hatte das erhaltene Gold höher gemacht, dafür Leben geopfert, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Dann let's go! Welcome to the company, Toeris. Toeris, okay. I know you are probably lost and frustrated to see how much the world has changed during your millenary slumber. Humans are no longer as docile as they once were. But with the help of the Dungeons Company family, I'm sure you'll find a way to help them remember how they should be. Oh ja, da sind wir uns sicher. Sehr gut. Okay, Göttin. Archivar, es gibt neue Artefakte. Oh ja. Das da. Mechas erhalten Leben. Okay, Mechas. Angriffe der verfügen einen zusätzlichen. Okay. Mechas, okay. Monster halten binden, wenn sie angegriffen werden. Monster halten binden? Ach so, die Monster kriegen das Binden. Naja, okay. Ja, cool. Sehr cool. Dann zurück. Wir haben noch keine Artefakte. Beförderung gibt's auch noch nicht. Auf in ein Abenteuer. Beziehungsweise auf zu den ersten Abenteurern. So, die Gegner kommen an. Da könnte es ja auch neue Gegner geben oder neue Fähigkeiten. Muss man ein bisschen drauf achten. Bei der Begegnung. Okay, du ignorierst schon mal das erste. Du bist schwach gegen. Oh, du bist schwach gegen Moral. Das ist sehr gut. Wer nimmt Müdigkeit an? Ja, das machen wir so. Der vorne ist schwach gegen Moralangriffe, deswegen ist das gut. Du machst vorne normalen Schaden. Vorne Feuer, hinten normal. Normal ist hinten Feuer, ist vorne. Okay. Dann wird gezaubert und dann hier nochmal. Hinten normal, das wärest du. Das ist wieder dieselbe Kombination, so und so. Ja, dann gibt es den modifizierten. Pray to me. Pray to me. Holy shit, Angriffe gibt es schon wieder. Okay. So, was machen wir? Entweder wir machen hinten oder alle. Müdigkeit noch zusätzlich. So, hier. Demoralisieren hinten oder vorne. Oder demoralisiert. Na, vorne. Dem saugen wir seine ganze Moral weg. Oh ja. Naturschaden provoziert mit negativer. Das sind ein paar. So, hinten, vorne, überall. Wir machen wieder hinten. Wir kombinieren es ein bisschen. So, Nummer 1 ist weg.
Geld! Der ist leider auch weg. Der ist leider auch weg. Okay. Okay. Du bist auch gleich weg. So, ein Gegner. Zwei. Okay, Gold aus Segen haben wir jetzt hier. Wendet verlangsamt bei allen Helden hinter dem Ziel an. Demoralisiert. Boah, die kann man wegmachen eigentlich. Aber wir müssen die wegrennen lassen. Das gibt Geld. Wir müssen auf Moral setzen. Ah, die höchsten Moralangriffe. Oder generell Moralangriffe. So, weg mit dir. Und her mit dem Geld. Nice. Dungeon verteidigt. Okay, Moral. Du hattest, glaube ich, ja genau, du hattest auch Moralangriffe. Und du warst generell nicht schlecht. Du bist auch Moral. Aber finde ich nicht so toll. Besessene Rüstung fand ich immer gut. Bisher. Hat auch eine hohe Moral, also, oder wie das heißt. Diese Trinkbecher, die kann man häufiger einsetzen. Gut. Können wir direkt trainieren? Oh ja, wir haben eigentlich das Geld, um direkt trainieren zu können. So, da wir diese Einheiten haben. Wer ist denn eine starke Einheit? Okay, wenn Mumiendiener besiegt wird. Was passiert dir? Angegriffen wird erhält der Binden. Das ist immer eine geile Fähigkeit. So, ein Helden an, wenn Geist besiegt wird. Das ist nicht schlecht. 150, aber. Uff, die sind teuer. Oh, das könnten wir. Wir könnten da einen trainieren und hier noch einen trainieren. Okay. Money eingesetzt. Jetzt brauchen wir neues Money. Ich habe Schaden erlitten. Schlagen oder beleidigen? Schlagen, weil wir kriegen mit Sicherheit genügend Tränen in der nächsten Zeit. Ein Raubzug. Drei Freiwillige. Ja, komm. So, Falle wird verbessert. Eventuell ein Monster und Geld. Leider ist einer verwundet. Aber wir kriegen Geld. Nicht das Schlechteste. So, wir tauschen mal euch. Genau. Okay, am Anfang muss ich nämlich noch ein bisschen haushalten. So. Wir haben hier Moral. Ah ja, genau, welche Angriffe? Vorne Eis. Vorne Natur. Und generell Eis. Vorne Eis. Und Natur. Bäh. Das ist nicht so gut. So, danach, ihr habt irgendwelche entfernt, vergiftet. Aha, heilt. Dann den Ventilator. Genau, du warst gut gegen Eis, dann du und dann hinten du. Die könnten schon eher diesmal drauf gehen. Könnte ich mir schon eher vorstellen. Wobei, deren Moral ist nicht sehr hoch. Deren Moral ist nicht die größte. Ja, ist und kaputt. Das war ganz schnell zu Ende. So, die Moral ist schon mal um eins drunten. Aber dafür werde ich jetzt wahrscheinlich nicht überleben. Mhm.
Ja. The way to go ist demoralisieren. Uff. Hab jetzt nicht erwartet. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass der so instant kaputt ist. Tja, dann muss mal die Chefin ran, wie es aussieht. Die halten ja gar nichts aus. Der vorne ist fast weg. Lassen mich nicht mal reden, ha? Grausiges Gähnen. Furcht vor der Mumie, vor den Mumien. Zielt auf den Helden mit der geringsten Moral. So werde ich auf jeden Fall einen weg bekommen. Ja. Das Gift tut weh. So, und the last. Oh. Mumienmagus. Beim Ziel verwandelt man bei Monstern der Gruppe in Binden um und regeneriert 10%. Ja. Oh, auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Ordentlich, ordentlich. Der hat Luft- und Feuerresistenz. Numerobis. Anu. Die haben auch extra so ein Symbol. Die sind nicht Dämonen. Dämon stand doch eigentlich dort. Zusätzlichen Schaden. Und Moral pro Stapel von den Bastards 11. Levin. Profitiert. Ja, komm, nehmen wir den. Die Motivation. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Der muss sich auf jeden Fall regenerieren. Dann könnte es so gut werden. Trainieren, mal schauen. Kann ich jemanden upgraden, der dann auch einen geilen Effekt hat? Die Rüstung wird erhöht. Was hier? Geschwindigkeit und Rüstung deutlich hoch. Und das findet Bluten. Das geht ordentlich nach oben, dann machen wir das auch. Und dann trainieren wir dich noch. Das sind sozusagen die Keyplayer, die alles immer machen können. Alchemie, sollte ich mal... Ja, doch. Verwandeln. Eine Geschäftsreise. Wen schicken wir? Die Scherztorte ist nicht so toll. 8 Wochen wärst du weg, aber das gäbe jetzt gutes Geld. Und wir müssen noch mehr trainieren. Wer kann denn alles trainieren? Du auf der höchsten Stufe, was kannst du? Die Pässe wird verbessert und hinten, das wird auch verbessert. 175. Gut. So, jetzt muss ich anschauen. Jetzt muss ich anschauen, wie die Aufstellung ist. Jetzt habe ich da vorne keinen Tank mehr. Okay. Hier kriege ich ein Monster. Und links nicht. Falle brauche ich keine. Mit den 2 Fallen bin ich bisher zufrieden. Die kann man auch irgendwann upgraden.
wenn eine Zeit ist. Vorne Luft, vorne Körper. Körper, vorne Luft und Körper. Anum. Aber der hat mehr, deutlich mehr Leben. So ist es wahrscheinlich gut. Die haben ein bisschen mehr Motivation. Besonders die vorne. Dann machen wir doch lieber auf die nächste Monstergruppe binden. Vorne Luft und Körper hauptsächlich. Oh ja, du bist eigentlich ganz gut. Dann du. Und dann Tutu. Sollte klappen. Lolo. Ja. Aua, das kennen wir doch. Ganz lästig. Nee. Katzenschrei. Was anderes bringt nicht. Okay. Heck mit der Moral. Weg mit der Moral. Schade. Damit sind die weg. Aber die Moral wurde schon mal gut gezerrt. Vorne, die hat wieder gelitten. Und dann hier Sonnenfinsternis weiter. Demoralisieren. Sterblichkeit. Ah, der eine hat's überlebt. Das ist uncool. Weg mit dem. Mehr Geld. Ja, den werden wir doch losbekommen, oder? Albträume. Eiserner Griff. Und Schreck. Sehr gut. Amits Ilivi. Ilivi. Das ist ein guter Kämpfer mit viel Leben. Hat auch viel. Oh, die hat auch sehr viel Leben. Die Sphinx. Die hat tatsächlich sehr viel Leben. Die Macht. Ja. Das ist das Problem ist. Die ist zwar ein guter Kämpfer, aber sie hat keine gute Synergie. Aber was ist mit den Beeinträchtigungen? Also ich müsste irgendwie schaffen, dass die viele Beeinträchtigungen bekommen. Tatsächlich, von den Fähigkeiten, die ist dann besser als Tank. Als Tank taugt sie. Sie hat auch viele, ich brauche gerade ein paar Tanks. Tatsächlich. Machen wir einen Raubzug, dann kann ich danach vielleicht mehr trainieren. Da gibt es ein Goldgewinn, da gibt es eine Fälle befreien, Monster eventuell. Oh ja. Nichts passiert. Bisschen Geld mehr. Können wir ein bisschen mehr trainieren. So, wer möchte trainieren? Du vielleicht. Oh ja. Ah, das ist doch super. Das ist doch genau das, was der Doktor empfohlen hat. Eine Moralattacke. Jetzt passt die Mumie, die Sphinx auch in die Gruppe. Und die Sphinx ist ziemlich robust. Also sie ist ein guter Tank. Als nächstes kriegt sie auf alles Widerstände und so. Das finde ich nicht schlecht. Ja. Den Moralangriff verbessern. So, jetzt müssen wir hier schauen. Du musst dich erholen. Achso. Verlassen. Training abgeschlossen. War gut. War gut, war gut. Kann man nicht meckern. Ihr müsst tauschen. Wer braucht noch eine Pause? Ich kann noch eine Pause gönnen. Der braucht eine Pause. Vor dem nächsten Kampf. Dann sollte ich aber euch tauschen. So, ein Tank und prinzipiell zwei, die Dauermoral raushauen. Genau, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Puffer, um ja, Lösungen zu schaffen.
Oh, shit. Den hätte ich natürlich gerne genommen. Na gut. Therapeut. Alle zum Therapeuten schicken. Why not? Danke. Das war gut, der Therapeut. Der hat schon mal dafür gesorgt, dass ich eigentlich jetzt wieder tauschen könnte. Damit die weniger angeschlagenen jetzt dran gehen. Die sind zwar nicht so stark, aber werden schon dafür sorgen, dass die erstmal ausdünnen. Ja, schau, die Moral von denen ist relativ niedrig, das gefällt mir. Ignoriert den ersten Angriff, ignoriert Aktivierung, normale Feuer verursacht Eis bei ihm. Okay. Ah, schon wieder. Hibbledy, oder wie die sagt. Vorne Körper, hinten Körper, vorne Feuer. Naja. Schauen wir mal, was wir da rausholen können. Danach. Okay, danach ist erstmal längere Zeit nichts. Deswegen macht das mit Müdigkeit keinen Sinn, weil das vertickt sonst schnell. Hier, vor dem nächsten Kampf, denen das geben. Das macht Sinn. So, hier. Tja, vorne Feuer, Körper. Tatsächlich, für einen Tank hat sie wenig Körper. Aber tatsächlich bist du da besser. In der aktuellen Situation. Dann kommst du und du. Okay, sollten trotzdem nicht zu meiner Chefin durchkommen. Holy shit, genau. Das sagt sie immer wieder. Erster Angriff wurde ignoriert. Aber dafür greifen wir gleich die Moral an. Verursacht zwar einen Moralverlust bei dem Helden, der einen tödlichen Schlag landet. Habe ich noch nicht so raus. Was ich raus habe, ist, der vordere soll weichen. Bam! Da war der vordere entsetzt. Und ist weg. Und jetzt hier. Die Sonne wird euch läutern. Und dann der Wind wird euch entgegenblasen. So. Und jetzt machen wir weiter mit Moral, vernichtenden Angriffen. Uraltes Rätsel. Ja, das mit dem Boni entfernen ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Nein, nicht töten, genau. Brauchen wir doch die Leute. Oh, ah. Ja. Das nutze ich eigentlich am häufigsten. Begraben. Nee, grausiges Gähnen. Das ist eine gute Fähigkeit. Okay, einige haben sich geheilt. Der Doktor. Nee. Vielleicht Monstern fallen. Ja, dann doch eher zum Doktor. Therapeuten. Oder ein Ereignis. Lieber ein Ereignis. Ein Archäologe diesmal. Ich habe ihm mein Zeug gestohlen? Nee. Vierteilt ihn. Sehr schön. Dann beim Techniker könnte ich was upgraden. Aber vielleicht ein Ereignis. Oh, ja. Das nächste Ereignis wird mich kosten. ein Artefakt. Finally. Wir brauchen Artefakte. So, du kannst dich aussuchen. Du. Ich sortiere mal aus. Schnell, wer ist denn alles angeschlagen? Die sind angeschlagen. Wer ist voll fit? Du bist voll fit. Du bist voll fit. Du bist voll fit.
So, dann du und du. Ihr seid bloß knapp angeschlagen. Die anderen sollen sich erholen. Okay. Her mit dem Artefakt. Ich liebe Artefakte. So ist es auf jeden Fall. So ist es. So, vorne. Du hast viel Moral. Uff, gibt Moral wieder zurück nach einem Kampf. Danach kommt ein Kampf, deswegen. Hinten Natur, Mitte Natur, hinten Luft. Luft und Natur. Hammer doch. Hammer doch, Hammer doch. So, hier das Teil. Luft und Natur. Tja. Komische Kombi. Pray to me. So, Angriff. Der ist schlimm. Der tut weh. So, die ist schon mal schwächer. Jetzt wird hinten weggemacht. Leider. Jawohl. Okay. Shit. Sonnenfinsternis. Ja, die vorne, die will nimmer. Die hat keinen Bock mehr. Renn weg! Die hat zu viel Moral. Boah, das hat wehgetan. Die lebt noch! Okay, das ging schnell. Sehr schön, aber jetzt gibt's nur noch einen. Jawohl. Gut, weil der Schreck ist wichtiger als deine Hörner. Den kann ich wahrscheinlich nicht besiegen, oder? Ja. I know a way to pull your brain out through your nose. Oh, nett von dir. Das wäre von Demoralisieren anfällig, dann wäre es leichter. Okay, was haben wir hier? Helden brennen, Monster halten Bünden 1, wenn sie angegriffen werden. Das hört sich doch nicht schlecht an. Nur auf den vorderen Helden verursacht beim Helden direkt hinter dem 30 des endgültigen Schadens. Das zählt für den normalen Schaden. Also, Heiliger Lotus, ein neues Item. Why not? So. Oh, wir können trainieren. Danach können wir mit dem Ereignis wieder unsere Kosten zahlen eigentlich. Workout? Nee, Workout nicht. Wir trainieren. Geben viel Geld aus. Du wirst tankiger. Und der nächste ist schon zu teuer. Nee. Achso, man kann ja bloß einmal leveln. Danach wäre es viel Leben vorne und viel Angriff. Okay, okay, okay. Angriffe, wo und Moral pro Stapel binden von dem Bastard, sie dann profitiert. Dich muss ich mal upgraden. Ja, tatsächlich, das vorne, das nutze ich sehr häufig. Deswegen upgraden. Ja, und jetzt kann ich mir das Ereignis nicht leisten. Deswegen alle zum Therapeuten. Danke. Steuerntreiber. Ja, akzeptieren wir. Viel Geld, sehr schön. Gehe ich nochmal zum Therapeuten? Nein, wir zahlen unsere Schulden. Genau. Lebensmittelvergiftung, wir haben viel Geld bekommen und jetzt haben wir es wieder bezahlt.
So sieht's aus. Oh, 24. Wie sieht's hier aus? Sieht eigentlich gut aus. Wir können ja dich noch hier mitmischen. Und dich können wir hier reinmischen. Dich tun wir dafür weg. Dich können wir hier reinmischen. Hm. So, Artefakt. Artefakt. Aber wenig. Oh, sehr wenig Geld. Das ist dann aber so. Das ist dann einfach mal so. Da ist ein Held, oder? Variante 2. Okay, jetzt gibt es Heldenvarianten, oder wie? Nice. Feuer, Körper, Luft. Okay. Geschwindigkeit erhöht. Flammenschild. Mhm. Oh. Jemand, der schwach in Moral ist und auch noch Moralverlust reduziert hat. Das bedeutet, du hast eigentlich doppelte Moral. Kann man auch so sehen. Und auch noch der. Das ist eklig. Das ist super eklig. Ja, Feuer und Körper. Ja. Wie für dich geschaffen. Und hinten war's Luft. Wer hat die höchste Luftresistenz? Du. Da muss ich wahrscheinlich fokussen. Also nicht alle Moral angreifen, sondern einen direkt, weil ich glaube, damit bin ich schneller, stärker, mächtiger. So, Feuer und Körper. Perfekt. Und jemanden, der... Ja gut, der, die sind gut, die Diener, finde ich. Die taugen. Ja. Ich muss da wahrscheinlich härter fokussen. Deutlich härter fokussen. Weg mit der Moral. Gut, du heilst keine Moral mehr. Ja, ja. Einmal darf ich noch. Jawohl. Okay, der hat ordentlich Moral verloren, weil er den gekillt hat. Was heißt ordentlich? Es war okay. Moral ist Main hier. Die Moral ist Main. Es macht mehr Sinn, den zu fokussen. Okay, kaputt. Das ging schnell kaputt. Nein! Schlecht! Sehr schlecht! Nein! Wobei, ich glaube, die gehen weg. Wenn sie ihn killen, rennt der weg und der weg. Jawohl! Obwohl sie gesiegt haben, haben sie Pech gehabt. Drinne? Oh, nett. Wird, wenn ein Dämon besiegt wird. Dämonische Anhänger. Du kannst... Ja, mehrfach. Nee, der dämonische Anhänger ist, glaube ich, nicht schlecht gerade bei dieser Strategie. Den einen oder anderen Dämon habe ich ja. Ja. Muss ich immer darauf achten, dass wenigstens ein Dämon dabei ist. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich würde aber sagen, an der Stelle machen wir weiter. Was machen wir an der Stelle? Wir haben ja das Ereignis schon wegbekommen, aber wie sieht's hier aus? Trainieren wahrscheinlich, ja. Trainieren. Das ist das Sinnvollste. Du, die höchste Stufe. Oh, nice, nice, nice.
Du, eine höhere Stufe, ist natürlich auch nicht schlecht. Du, die höchste Stufe, ist auch nicht schlecht. Na, das weiß ich nicht. Auch nicht schlecht. Sogar sehr gut, finde ich. Na gut. Das war okay. Fortbildung. Nee, können wir uns nicht leisten. Der Sammler. Wir können was stehlen. Monster in einen kritischen Treffer zu landen. Gut gemacht. Aber vom Sammler was gestohlen. Dafür. Du kannst Pause machen, du kannst Pause machen, du kannst Pause machen, du kannst Pause machen. Müssen wir wirklich alle Pause machen? Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Du brauchst keine Pause mehr. Heiligtum, ah ja, eine fährlich finstere Zeremonie, um das Leben den Helden schwieriger zu machen. Ich gehe auf Geschäftsreise. Oder ich schicke jemanden auf Geschäftsreise. Hier, da, aber verlieren. Zusätzlicher Angriff, naja. Du bist Level 1, du bist sowieso unwichtig. Ja. Dann ein Ereignis noch. Dann kriegen wir einen Dämon. Ja. Oh, kämpfen geht auch. Hm? Füttern. Wir füttern sie. Da kriegen wir was Seltenes. Helden. Ah, das checke ich jetzt erst. Jetzt erkenne ich an den Helden sozusagen, was für Arten von Helden dabei sind. Da ist ein Sterneheld dabei. Da gibt es das meiste Geld, da gibt es irgendwas Seltenes. Das muss ich mir leider machen. Vielleicht ist dann nicht klug, den auf die Ersatzbank dazu schicken. Da brauche ich vielleicht eher meine stärksten Leute. Dann kann halt keiner gerade sich ausruhen. Ich muss schauen, was ich auswähle, um die gut zu bekämpfen. Ich hoffe, eure Moral ist schlecht. Zwei Boni, zwei Beeinträchtigungen. Ich beeinträchtige nicht. Lebensheilung, auch okay. Feuer, Eis. Ist blöd. Feuer und Eis. Wobei, geht. Hier haben wir was. Feuer, Eis. Naja. Danach nehmen wir diese Falle. Danach diese Falle und bei den letzten Monstern Feuer und Eis. Feuer vorne, Feuer vorne. Ja, hä. Na, aber Eis ist schlecht. Feuer. Das sind so zwei Gegensätze meistens. Entweder Feuer oder Eis oder beides. Yo, Musik, geh ab. Behave, Musik. Behave. Habe ich darauf geachtet, überall einen Dämon zu haben? Ja, da ist ein Dämon. Sehr gut. Versuchen wir sie erstmal zu dezimieren. Ganz schlecht. Sehr schön. Er gönnt sich ein paar Beeinträchtigungen. Na, ich glaube, das doch auf allen ist gut. Der hat erstmal ein bisschen wieder verloren. Dann wieder ein paar Beeinträchtigungen. Sehr gut. Aua. Obwohl der super immun eigentlich wäre. So, die müsste jetzt abhauen. Hm.
Gut, der vorne leidet weiter. Dann wird die Sonne euch leiden lassen. Die haut ab. Dadurch ist die Moral noch weiter im Keller. Der ist weg. Der mittlere nur noch. Habt ihr irgendwas mit Moral? Nein? Hm, na gut. Beeinträchtigung. Sehr gut. Das hat gut geklappt alles. Hat wirklich sehr gut geklappt. Stufe 1, naja. Der ist halt ziemlich stark, aber der hat halt nichts mit Moral, deswegen. Eis, Feuer, na gut. Nee, Yuboko. Das ist der. Hieß dann nicht mal anders? Yuboko? Du musst dich jetzt erholen. Ansonsten geht's noch. Trainieren. Schauen wir mal, wer was machen könnte. Du könntest auf die höchste Stufe, dann würdest du etwas mehr Leben bekommen. Dadurch hältst du länger durch, was nicht schlecht ist. Auch bei dir. Ah ja, stimmt. Vielleicht sollte ich in dich investieren. 400. Uff. Na, es wird sich schon lohnen. Es wird sich schon lohnen. So, der Therapeut. Ja, doch, bitte. Ja, verlänger ruhig. Dadurch sollten eigentlich nahezu alle kein Thema mehr haben. Genau. Sieht gut aus. Sieht prinzipiell gut aus. Dich würde ich mit der... Halt, da ist ja so einer. Dann passt das auch. Ich werde jemanden auf Geschäftsreise schicken. Das ist immer gut. Ja, das nehme ich. Das kann mehr Damage ausmachen. So, ein weiteres Artefakt. Ja, ich habe Platz für ein weiteres Artefakt. Da sind zwei mittelstarke Helden und ein Low-Held, während bei den anderen zwei Low-Helden und ein mittelstarkes. Dafür sind da auch Katastrophen. Da gäbe es am meisten Geld. Da war nur eine Falle. Eine Falle kann ich nicht gebrauchen. Deswegen, auf geht's. Ein paar Veteranen jagen. Okay. Der kann nix. Heilung ist unwichtig. Der ist nervig. Okay. Vorne Körper. Hinten Luft. Vorne Körper. Du. Hinten Luft. Du. Vorne Körper, hinten Luft. Und wen machen wir noch? Vorne Moral. Vorne Moral ist stark. So und so. Ja, das sollte kein großes Thema sein. Hinten Luft war der, glaube ich. Ja. Vorne Körper. Das bist du. Pray to me. So. Ja, der vorne, der wird erstmal leiden. Der wird erstmal richtig leiden. Der ist schon fast weg. So sehe ich das gern. Jetzt ist der dran. Schade. Entsetzen. Doch, Entsetzen klappt sogar gegen ihn. Jawohl, jetzt auch noch Feuer. Verzweiflung extrem.
Ah, dadurch werden sie sehr extrem entsetzt. Verlieren weiter Moral. Das steigern wir natürlich noch ein bisschen. Achso, ne, entsetzen steigert bloß den Moralverlust. Was natürlich auch geil ist. 50% erhöht der Moralverlust. So muss es nämlich aussehen. Ja. Machen wir mal was anderes. Wir schreddern den. Uff. Obwohl... Naja. Sehr gut. Wir können uns aussuchen. Eisschaden? Nee. Angriffe, das Ziel von Brennen beeinträchtigt. Das da will ich ein Skelettkrieger eventuell auferstehen lassen, damit die Zeit ein bisschen länger die Moral frisst. Der Doktor ist nicht notwendig. Techniker dann. Ja, das verbessern wird. Das nehme ich sogar gerne. So, Ereignis. Da. Falten. Ah, ich kann nichts zahlen. Ich bin absolut pleite. Dagegen kann der Alchemist helfen. Wobei, ich glaube, wir sind gleich am Ende. Also von daher, so viel braucht der Alchemist gar nicht mehr machen. Verwandeln. Verwandeln. Bup, 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 bup. Genau, wir sind am Ende angelangt. Unsere Reise endet hier. Monster mit drei verschiedenen Monsterarten erhalten. Nein, das geht nicht. Loswerden. Nein, ich wollte eigentlich keinen dahin schicken. Tatsächlich, ich wollte alle behalten. Nein. Naja, gut. Wir werden es schon überleben. Natürlich werden wir es überleben. Ja. Schlagen wir auch diese Champions in die Flucht. Was haltet ihr davon? Oh ja. Legen wir los. So, der kann Eis, Luft. Okay, der greift es lang. Oh, das ist ein neuer Gegner. Harpuniererin. Die habe ich noch nie gesehen davor. Du bist neu. Den langsamsten Gegner. Aha, das wäre der eventuell. Den langsamsten Eis. Uff, jetzt muss ich das auch noch mit kalkulieren. Also vorne haben wir Eis und Luft. Das ist schlecht. Eis und... Dann bist du wahrscheinlich vorne dran. Der... Hat er irgendwas gegen Moral? Nee, nee, nee. Wenn Geist besiegt wird. Na gut. Dann meine neue Falle. Dann Sonne, Wind und die letzte Brigade. Eis, Luft. Eis und Luft. Kann ich immer... Okay. Eis und Luft. Sonst habe ich hier keine guten Sachen. Ah, ja, das geht. Machen wir dich dorthin. So. Jetzt fressen wir deren Moral. Das ist Flammenschild. Ja, weg damit. Sollte eigentlich keine Auswirkung haben. Oh, das war das Feuer wahrscheinlich. Ah, vielleicht lähme ich ihn. Jawohl. Oh, das ist super. Das ist wahrhaftig super.
Autsch, weg ist er. Der vordere ist fast weg. Der vordere ist jetzt weg nach der Falle. Ja, der Spezialheld ist down. Das ist doch nice. Ja. Beide angreifen. Und dann kommt es. Oh shit. Dann kommt kein Katzengeher mehr. Die Harponierin, die kann was. Nämlich wegrennen. Gleich. Oh shit, was war das? Die hat einen Special Move, die Ratte. Aber das macht nichts. Ihr habt alle Angst vor Bandagen. Ich verstehe, wie die alten Tempel des Nakra-Delta untouched for all this time. The humans of the old empire probably shouldn't have forced the locals to open them, eh? According to our latest reports, they've accidentally opened a demonic portal only a few dunes away from you. Good news for us. Good news for everyone. And then I bellowed, "This tomb will be your tomb." Not bad, eh? Tell me. Have I put on weight? I'm sure I've put on weight. Bisschen. Du sollst auch nicht immer die Helden fressen. Okay, dunkle Omen. Dann haben wir wieder diese Dämonen. Wir kriegen Stab. Wir haben Anubis 11 direkt. Okay. Diesmal. Mumienskarabäus. Elementare. Dunkelmagus. Also das muss ich mir genauer anschauen, dann nächstes Mal. Oh, wir haben eine Untotenbrigade sozusagen. Weil wir beginnen gleich mit einem Schädel. Oh, cool. Aber bei den Talenten kann ich jetzt auf jeden Fall investieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Setz mal weiter. Die einen Sarkophag zerstören. Verlieren 10 bis 20 Mal. Was bedeutet denn einen Sarkophag zerstören? Schwierig. Was will ich auf jeden Fall? Blutkosten für Monstertraining. Was war Blutkosten? Monstertraining kostet doch Gold. Ha. Huh. Sonnenfinsteres Buffen ist nicht schlecht. Da hinzukommen ist wirklich sehr teuer. Weil wenn ich das richtig sehe, brauche ich das und das, um das zu schaffen. Das und das und das zu schaffen. Das und das, 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 das. Ich brauche hier alles nahezu. Aber was brauche ich zuerst? Was will ich zuerst? Eigentlich will ich das da. Na gut, dann beginnen wir halt mit Binden eventuell. Okay, das war der erste Streich. Der nächste folgt beim nächsten Mal zugleich. Ich hoffe, es hat Spaß, mal zuzusehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.